Hallo und herzlich willkommen, hier ist Sunfinkoll. Ich darf euch recht herzlich begrüßen zu einem weiteren Video. Ihr seht wieder, es läuft Demon's Souls. Ich habe am Start gerade das Mikrofon, das Samson Gomai USB-Mikrofon. Aus einem ganz bestimmten Grund habe ich das Mikrofon jetzt angeschlossen und ich spreche das gesamte Video mit diesem Samson Gomai. Warum, könnt ihr euch sicherlich denken. Genau, es gehört zu den Preisen, die man jetzt gewinnen kann, zum 200 Abonnenten Special. Oder das ist eigentlich eher eine Giveaway-Aktion. Natürlich müsst ihr irgendetwas dafür tun, ist ganz klar. Ihr müsst auf jeden Fall keinen so einen Scheiß machen wie Like mein Video, ich brauche ein Like, dann könnt ihr gewinnen. Nein, so einen Scheiß müsst ihr natürlich nicht machen, ganz klar. Aber ihr müsst natürlich zwangsläufig Abonnent sein, weil ich will ja mit dieser Giveaway-Aktion meine Abonnenten belohnen. Und es sollte euch natürlich auch klar sein, dass nicht jeder etwas bekommen kann. Es geht einfach nicht. So viel Geld habe ich nicht. Ich bezahle ja alles aus eigener Tasche. Auch die Preise hier werden alle aus eigener Tasche bezahlt. Von daher bitte ich euch um Verständnis, wenn nicht jeder was gewinnt oder wenn nicht jeder was bekommt, dann bitte seid nicht traurig oder sagt, oh, scheiß Kanal, da kriege ich ja nichts, dann gehe ich wieder. Ich kann nichts machen. Ich kann nicht allen was geben. Das geht nicht. Das ist unmöglich. Da ich ja wirklich alles selber bezahlen muss. Also, bitte nicht böse sein. Aber es kommen ja immer wieder mal solche Aktionen. Von daher könnt ihr euch immer mal wieder drauf freuen. Ich habe mir beim 100-Abo-Special, habe ich gesagt, das nächste Mal, wenn ich was verlose oder was verschenke, das kommt beim 500-Abonnenten-Special. Und was haben wir? Wir haben das 200-Abonnenten-Special und ich mache jetzt schon eine Aktion. Also, könnt ihr euch drauf freuen, es kommt immer wieder mal was. Jetzt überlege ich mir, was müsst ihr dafür tun? Ganz klar ist, dass ich eine Frage euch stellen werde. Und diese Frage müsst ihr dann beantworten. Und in dieser Antwort sollte dann nicht nur die Antwort stehen von dieser Frage, sondern ihr schreibt auch noch gleichzeitig da rein, was ihr gerne haben wollen würdet, was ihr gerne haben möchtet. Wenn dann natürlich jetzt 5 Leute sagen, ich möchte Watch Dogs haben, dann entscheidet natürlich das Los. Genau das gleiche beim Mikrofon oder bei den anderen Sachen. Was heißt andere Sachen? Es gibt den Watch Dogs Key für die PC, also die PC-Version. Dann gibt's, da müsst ihr übrigens, apropos, ja, Watch Dogs, ihr müsst natürlich darauf achten, die Systemvoraussetzungen, die sind nicht so minimal. Ihr braucht schon einen richtig guten PC, um Watch Dogs spielen zu können. Natürlich Windows 8 oder Windows 7 ist klar. Dann braucht ihr einen 2,66 Quad-Core-Prozessor. Dann braucht ihr mindestens 4 GB, besser sind natürlich 6 oder 8 GB, nach oben natürlich keine Grenze gesetzt oder besser, steht da. Dann braucht ihr natürlich mindestens 1 GB Grafikkartenspeicher und der Grafikkarte sollte es mindestens eine R9 oder R7 oder eine 7000er oder 6000er der AMD Radeon Serie sein oder eben eine GeForce GTX 500, GTX 600, 700er Serie oder die Intel Iris Pro HD 5200. Dann natürlich DirectX 11 Minimum und natürlich 25 GB Speicher, Festplattenspeicher braucht ihr auch noch. Wenn ihr euch genauer informieren wollt, dann müsst ihr das im Internet tun. Ich kenne die Spezifikation, die Voraussetzungen nicht so ganz genau. Das sollte euch also klar sein, wenn ihr sagt, ihr möchtet Watch Dogs haben. Ihr braucht ein richtig gutes PC-System. Habt ihr das nicht, ist das Spiel völlig Unsinn, dann das haben zu wollen, weil es funktioniert einfach nicht. So, dann gibt es als zweites das Mikrofon, das Samson Gomai. Aus diesem Grund spreche ich ja das gesamte Video mit diesem Mikrofon. Das gibt es natürlich auch zu gewinnen. Kann ich eigentlich so nicht sagen. Ich schenke es ja her eigentlich. Und als drittes gibt es natürlich das Cabby, das ich auch schon erwähnt habe im Infovideo. Es ist ein schwarzes Cabby mit meinem Logo drauf, mit meinem Namen drauf, mit YouTube drauf und mit roten Applikationen. Sieht relativ schick aus, ist nice. Ist auch kein billig 0815 Cabby, sondern ist schon ein relativ hochwertiges Cabby. Ein Basecap. So, das war's. Diese drei Dinge, die gebe ich her, die verschenke ich. Bitte nochmal, nicht böse sein, wenn ihr nichts bekommt, ne? Und das Ganze, also eure Antwort, schickt ihr an gewinnspiel@sunfinkoll.de. Ich wiederhole es nochmal, gewinnspiel@sunfinkoll.de. Natürlich blende ich es auch jetzt ein. Dann könntest du selbst nochmal nachlesen und mitschreiben dann, wohin die Antwort geschickt werden soll. Natürlich, wie gesagt, soll nicht nur die Antwort von der Frage drinstehen, sondern auch das, was ihr gerne haben wollen würdet. Das schreibt ihr auch noch mit rein. Ich möchte, die Antwort ist bla bla bla, ich hätte gerne das Cabby oder ich hätte gerne das Mikrofon oder ich hätte gerne das Spiel Watch Dogs. Wie ihr möchtet. So, das sollte also drinstehen. Und die Frage, die lautet da, ich stehe hier die ganze Zeit wieder rum bei Demon's Souls. Es ist wirklich ein Phänomen. Wenn ich spielen muss, bei so einem Spiel,
da kann ich nicht sowas erzählen und spielen gleichzeitig. Geht nicht. Ich kann natürlich das Spiel kommentieren. Das geht beim Spielen. Das mache ich ja sowieso. Aber wenn ich da irgendwas Wichtiges erzählen soll und spielen soll, das funktioniert natürlich nicht. Deswegen bleibe ich hier oben erstmal stehen und sage euch jetzt mal die Frage. Es ist eine leichte Frage, die müsst ihr also beantworten. Die Frage lautet wie folgt. Peters Mutter hat 3 Söhne. Tick, Tack und? Und die Frage müsst ihr beantworten. Die Antwort, wie gesagt, schreibt ihr an gewinnspiel@sanfincall.de. Das ist die E-Mail-Adresse. Und da sollte natürlich noch drinstehen, eure, was ihr haben möchtet. So, jetzt habe ich es raus, was ihr gerne haben möchtet. Soll natürlich auch noch drinstehen. Wie geht es dann weiter? Das ist auch ganz einfach, denn ich bekomme dann eine E-Mail. Dann werden, wenn mehrere Einsendungen vom gleichen kommt, ist klar, wird das entscheidet das los. Die Gewinner bekommen eine Rückantwort von mir an die gleiche E-Mail-Adresse, mit der sie die Antwort geschrieben haben. Da schicke ich das auch wieder hin, logischerweise. Ich klicke nur auf Antworten und dann geht die Gewinnbenachrichtigung wieder zurück. Was ihr dann machen müsst, ihr müsst dann wieder auf Antworten, also die Gewinner müssen dann wieder auf Antworten klicken und müssen dann ihre Adresse mir schicken, damit ich ja weiß, wo das Ding hingeschickt werden soll. Ist eigentlich ganz einfach, oder? Ja, ich brauche das nämlich, damit ich den E-Mail-Verlauf habe. Dann sehe ich genau, aha, der hat von mir die Gewinnbenachrichtigung bekommen, das ist also der Richtige. Deswegen brauche ich diese Antwort. Ihr müsst immer auf Antworten klicken auf meine E-Mails. So wie ich das auch mache. Dann habe ich den gesamten E-Mail-Verlauf, den Schriftverkehr und kann alles nachvollziehen, wer jetzt nun der Richtige ist. Wenn ihr noch Fragen habt, die könnt ihr natürlich gerne auch in die Kommentare unten reinschreiben und ich versuche sie dann auch zu beantworten. Wenn ihr noch Fragen zum Gewinnspiel habt, da gibt es eigentlich nicht viel zu fragen, aber okay, könnt ihr auch natürlich in die Kommentare schreiben, ganz klar. So, das soll es gewesen sein. Nicht vergessen, die Antwort bitte mit eurem Wunsch, was ihr gerne haben möchtet, an gewinnspiel@sanfincall.de. Das ist ganz wichtig, das ist eure E-Mail-Adresse, an der ihr alles schicken müsst, was mit dem Gewinnspiel zu tun hat. So. Tschüss, bye bye, winke winke, ich wünsche allen viel, viel Glück, ich drücke allen die Daumen, toi 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 und bitte nicht sauer sein, es kann nicht jeder gewinnen, weil ich alles aus eigener Tasche bezahle. Das wollte ich nochmal zum Schluss sagen. Tschüss, bye bye, winke winke, hier war euer Sanfincall mit dem kleinen 200 Abo Special Giveaway Gewinnspiel Aktion oder was auch immer, könnt ihr es nennen, wie ihr es wollt. Bye bye, winke winke. So, ich habe natürlich noch was ganz Wichtiges vergessen. Und zwar geht's an die Gewinner. Alle Gewinner haben dann eine Woche Zeit ab Gewinnbenachrichtigung. Haben sie eine Woche, sprich 7 Tage Zeit, sich bei mir zu melden und mir die Adresse zu schicken. Also nochmal, alle Gewinner haben ab Gewinnbenachrichtigung eine Woche Zeit, sprich 7 Tage Zeit, sich bei mir zu melden. Ist das nicht der Fall, wird dieser Termin versäumt, dann werden automatisch Ersatzgewinner gezogen oder ein Ersatzgewinner gezogen. Je nachdem, wie viel das ist vergessen. Deshalb dran denken, ihr habt nur eine Woche Zeit, euch bei mir zu melden und den Gewinnanspruch geltend zu machen, sozusagen. Das hört sich jetzt richtig rechtlich an, ne? Ja, aber ihr wisst, was ich meine. 7 Tage habt ihr Zeit, wenn ihr euch nicht meldet innerhalb von 7 Tagen, wird ein anderer Gewinner gezogen. So einfach ist es. Okay, ich hoffe, das sollte soweit klar sein. Tschüss, bye bye.